50% würde heißen, ich habe noch jede Menge Chancen, etwas dran zu tun, durch Bildung, durch Förderung. Ja, bei 80% wird schon ein bisschen. Ich habe ja deshalb in meinem Buch, der Herr Plasbeck, auch ein 80-seitiges Kapitel über Bildung, ich ja der Wege aufzeige und die Ansatzpunkte auszeige, wie man jeden Menschen optimal, wie man jeden Menschen optimal fördern muss, mit dem Satz von der Erasmus oben drüber: Der Mensch wird erst durch Bildung, was ich auch glaube. Insofern halte ich Bildung für extrem wesentlich. Aber Elsbeth Stern hat gesagt, auch die beste Schule wird am Ende zeigen, wird am Ende die Unterschiede dazwischen den einen und den anderen Begabungen noch vergrößern. Das heißt, Bildung ist dazu da, um damit jeder sein Begabungspotenzial optimal ausschöpfen kann. Am Ende bedeutet dies aber, dass die Endergebnisse unterschiedlich ist. Gute Bildung kann Gleichheit fördern, sie fördert aber auch Ungleichheit. Ich war ein schlechter Sportler, ich bin unmusikalisch. Wäre ich im Geigenunterricht gewesen, hätte ich vielleicht auch ein paar Noten zum Krächzen bringen können. Es wäre nie etwas Richtiges geworden. Und so ist es bei allen. Gefällt Ihnen eigentlich, sagen Sie einfach mal zu Ihrer Motivation, gefällt es Ihnen eigentlich, wenn Sie die Zeitungen aufschlagen, wenn Sie Fernsehsendungen gucken, dass Sie die erste Geige spielen in diesem Land im Moment? Ob ich harmonisch oder disharmonisch, will ich offen lassen. In der Art, wie das jetzt geht, da gefällt mir das so nicht. Darf ich Herrn Baring mal dazu? Sie haben vorhin gefragt, weshalb ich das Buch geschrieben habe. Und ich will Ihnen sagen, weshalb ich es geschrieben habe. Das haben Sie schon gesagt. Ich habe es zunächst für mich geschrieben, weil es meiner Gedankenklärung diente. Am Ende habe ich es einem Verlag angeboten und der hat es gedruckt. Herr Professor Baring, Sie sind für Ihre Verhältnisse erstaunlich still. Kann ich daraus schließen, dass Sie das, worüber wir bisher gesprochen haben, für nicht so verteidigungswert halten und andere Stellen des Buches interessanter finden? Haben Sie sich deswegen zurückgehalten? Naja, ich kann manches in dem Buch gar nicht und auch in dem, was Herr Sarrazin sagt, gar nicht beurteilen. Und dann halte ich doch lieber den Mund, dass ich mich da reinmische. Also der ganze Biologismus, wenn ich das so sagen kann, ist mir eher fremd. Scheint mir auch der Argumentation des Buches nicht zu nützen, sondern zu schaden. Das sehen wir ja. Und die, wie soll ich sagen, die Wirbel, die zum Teil auch noch extra durch Zeitungsinterviews dazugekommen sind, haben die Sache ja nicht besser gemacht. Also insofern will ich immer auf das, was ich für vernünftig, was ich auch für wichtig, was ich für zukunftsfähig und für dringend halte, ich will auf das, was sozusagen meines Erachtens das Thema des Buches ist, während ich das jetzt, was wir hier so diskutieren, mehr für die zum Teil unerfreulichen Girlanden des Buches halte. Trotzdem muss man drüber reden, weil es steht in diesem Buch schwarz auf weiß drin. Das haben wir getan. Was doch auffällt, ist bei der weitgehend einhelligen öffentlichen Empörung, die breite Zustimmung, die mittlerweile auch die Parteien erfahren. Frau Sewindin, wie erklären Sie sich das, dass Sarrazin von Mandatsträgern diese Zustimmung nicht bekommt, aber bei Umfragen, in Leserbriefen, in Straßenumfragen aber sehr wohl? Wir sind uns ja einig, dass Herr Sarrazin einen Nerv trifft. Also wir sind uns auch einig darin, dass in diesem Land 40 Jahre lang Integrationspolitik komplett verschlafen worden ist. Aber ich erinnere daran, dass niemals Akademiker und Literaturprofessoren eingeladen worden sind, damit sie in Deutschland arbeiten. Meine Eltern sind keine Akademiker. Diese Menschen sind auch nicht angeguckt worden, bevor sie in einen Zug gesetzt wurden. Und die wurden auch nicht gefragt, sprechen sie Deutsch oder können sie Goethe zitieren? Ich sag's mal ganz platt, es gab eine rektale Untersuchung. Auf Wiedersehen. Diese Leute sollten arbeiten. Und jetzt habe ich einen Herrn Sarrazin hier in meiner Runde sitzen, der mir erklärt, Muslime würden bestimmte Dinge nicht können. Die Kinder haben keine Bildungserfolge in der Schule. Warum spricht die Mutti in dem bestimmten Stadtquartier kein Deutsch und so weiter. Sie haben das Buch nicht gelesen. Herr Baring, ich habe das Buch gelesen. Ich habe auf der dritten Seite Ihre Pauschalisierung Auf Seite 3 steht ganz eindeutig, dass es bestimmte Veranlagungen gibt, soziale und kulturelle, die sich auch durch Bildung und Förderung nicht mehr ändern lassen. Und da schlägt Herr Sarrazin die ganze Zeit irgendwelche Haken und versucht mir erzählen, das habe mit seinem Buch nichts zu tun. Diese Argumentation zieht sich durch alles durch. Das Buch ist viel besser, als Sie es erkennen lassen. Sie schaden der Integrationsdebatte ja im Grunde. Sie bieten ja keinen einzigen Lösung. Im Augenblick schaden Sie, und zwar massiv.
durch eine Pauschalisierung, die in der Sache, in diesem Buch, in keiner Weise gerechtfertigt ist. Das war nicht viel besser, als Sie es erkennen. Das Buch ist sicher großartig, wenn Sie es gelesen haben, mit Ihren Augen, mit Ihrer Perspektive. Ich finde die Diskussion ein bisschen ermüdend, ob es jetzt großartig ist oder nicht. Aber Sarrazin bietet keine einzige Lösung an. Nein, er wischt einfach alles. Er schert alles über einen Kamm und stellt alle Muslime in eine Ecke. Das kann nun wirklich nicht sein. Ich habe nicht die Hoffnung, Lösungsansätze ohne Ende in meinem Buch. Gut zu Wort gekommen. Ich habe nicht die Hoffnung, dass Sie beide zu einem Ergebnis kommen, dass das Buch gut ist oder schlecht ist. Ich habe an Sie eine Frage, Frau Sevenim. Sie haben darüber gesprochen, wie die Arbeiter, das sollten Sie sein, ausgewählt worden sind. Sie haben von einer verfehlten Integrationspolitik gesprochen. Wo ist denn der Anteil der türkischen verpassten Chancen? Ja. Der wird nicht erwähnt. Vielleicht ist das auch der Grund, warum so viele Menschen sagen, wir sind es leid, eigentlich immer nur die guten Beispiele zu hören. Der Sarrazin gibt meinen Erfahrungen, meinem Leben auf der Straße einfach eine Stimme. Und sonst tut es keiner. Also erstens denke ich, stimmt das nicht wirklich, weil wir reden schon sehr lange und sehr intensiv über Integration und Nicht-Integration. Herr Sarrazin kann dazu wahrscheinlich nicht viel sagen. Natürlich. Aber es passiert relativ selten, dass türkische Einwanderer zum Beispiel solch ein Forum bekommen und auch mal aus ihrer Perspektive sagen können, dass sie selber betroffen sind von den Vorwürfen, was Parallelgesellschaften angeht. Glauben Sie, dass es irgendeinem Einwanderer oder irgendeinem Muslim gefallen kann, welches Bild er sozusagen in der Öffentlichkeit... Ja, Frau Sevenim, aber es ist vielleicht aber auch so, dass nicht alle Menschen die Gelegenheit haben, mit Ihnen zu diskutieren, sondern dass die Menschen, die Sie im Alltag treffen, einfach einen anderen Eindruck machen. Und da ist ja die Frage, wo hört die Bringschuld auf und wo fängt die Verpflichtung an? Da muss man vielleicht mal wirklich die Wirklichkeit auf Politik treffen lassen. Da muss man rausgehen aus diesem Studio und muss auf eine Straße gehen. Ja. Zum Beispiel auf diese hier. Die Weseler Straße in Duisburg-Marxloh. Sie kann ein Paradies sein für die, die sich in einer komplett türkischen Welt bewegen wollen. Hier geht das ohne Probleme. Der Einkauf im Obst- und Gemüseladen beim Landsmann gehört zum türkischen Leben. Und auf der Weseler Straße gibt es etliche dieser Läden. Der Fleischer nebenan verkauft nach islamischem Brauch geschlachtetes Fleisch. Im zweisprachigen Angebot. Tüm Kuzu, ganz Lamm, das Kilo zu 5,99 Euro. In den türkischen Restaurants ist die Kundschaft vor allem türkisch. Im Fernsehen läuft türkisches Programm. Mittelpunkt des religiösen Lebens der Muslime in Marxloh ist die Moschee in der Nachbarschaft. Es gibt türkische Geschäfte für Hochzeitsmode, türkische Ärzte, türkische Reisebüros und auch die Apotheke hat sich Ezane, also türkisch für Apotheke, an die Ladenfront geschrieben. Ein anderes Beispiel, die Kolbstraße in Köln-Mülheim. Auch sie wirkt wie ein kleines Stück Türkei mitten in Deutschland. Als darüber diskutiert wurde, die deutsche Sprache ins Grundgesetz zu schreiben, sind wir mit einer Übersetzerin in die Kolbstraße gegangen. Sie sollte uns helfen, falls unsere Fragen nicht verstanden wurden. In der deutschen Verfassung soll stehen, die Sprache in der Bundesrepublik ist Deutsch. Wie finden Sie das? Sehr schön. Warum sehr schön? Ja, es ist eine Bundesrepublik und nur in Deutschland. Vallahi tabii burada insan kaldığı müddetçe Almanca öğrenmek zorundadır yani. Solange Menschen hier leben, müssen sie auch die deutsche Sprache lernen. Wie lange leben Sie schon hier? Kaç yıldır burada? Ich habe 20 Jahre. Dürfen wir Ihnen auch eine Frage stellen? Ich habe keine deutsche Rede. Die Sprache gehört zum Land und das hat schon seine Richtigkeit so. Sie sind hier geboren, oder? Ich bin in Istanbul geboren, aber hier aufgewachsen. Mhm. Und in der Türkei ist es auch so, dass die Sprache auch im in der Verfassung steht. Es wäre natürlich sehr schön, gut Deutsch zu sprechen, vor allen Dingen auch für meine Kinder. Ich habe 3 Kinder und als Eltern ist es gut, gut Deutsch zu sprechen. Ich möchte meinen Kindern helfen. Mhm. Wie lange leben Sie schon hier? Ich bin halb Deutsch. Sie sind halb Deutsch? Ja, 35 Jahre schon lange. In selber Straße gewohnt. Ja, zwischendurch wurde auch mal gelacht hier. Es ist aber auch ein Teil der Realität, den viele erleben. Herr Dressler, offenbar hatten diese Menschen überhaupt keinen Grund für sich gesehen, keine Veranlassung gesehen, Deutsch zu lernen, obwohl sie 20, 30 Jahre hier leben. Wem muss man das vorwerfen? Der Politik, ganz zweifelsfrei. Die Politik hat in Deutschland übrigens parteiübergreifend, bei der einen mehr, bei der anderen weniger, es immer vermieden, ein Gebot aufzustellen. Etwa, wer
in Deutschland leben will, muss die deutsche Sprache lernen. Ich gebe das mal am Beispiel des Staates Israel. Da sind ja nun, wo Sie Botschafter waren. Richtig, da sind ja nun Tausende eingewandert. Und insgesamt waren es alleine aus dem ehemaligen Bereich der Sowjetunion 1,1 Millionen. Die israelische Gesetzgebung sagt, wer dort staatliche Unterstützung bei der Integration in Israel